geschickt aus. Ne, jetzt muss ich warten. Warten, bis er weg ist, auf jeden Fall. Jetzt kann ich weiter. Es geht anscheinend nur hier rein. Dann machen wir das mal. Kommt man auch hier unten lang? Was gibt es denn hier? Oh, hier gibt es Maxpilze. Gut. Kann man ja immer mal für einen Bossfight gebrauchen, ne? Oh, toll. Ich darf wieder an dem vorbeilaufen. Was für ein lustiger Spaß. War ich schon hier oben? Ja, war ich schon. Dann ist hier kein Problem. So. Mit denen wäre ich dann schon mal... Moment, da ist auch... Ne, habe ich schon. Gut. Muss ich jetzt nur wieder mit den Älteren dahin. Und diesmal muss ich wirklich aufpassen. Ich darf in keine Gegner reinlaufen. Aus Zeitgründen. Wir haben doch keine... Oh, nein, nein. Nein. Direkt der Erste fast. Wie krank. So. Oh, verdammt! Nein, ich kämpfe nicht. So, ja, oh toll. Den kann man nicht ausweichen. Man hat keine Chance dazu. Es geht nicht. So, ich stelle mich jetzt mal echt vor, ich würde gegen die kämpfen. Ich wäre tot. Weg. Echt, der ich auch von jedem Funz hier erwischt werde. So, jetzt müssen wir aber da sein, oder? Ja. Gut. Haben wir es endlich. Es ist, würde ich mal sagen, sau kompliziert. Und schwierig, das jetzt irgendwie hinzubekommen. Also, was ich jetzt gerade gemacht habe, das war ziemlich schwierig. Finde ich. So, getroffen, verbunden. Dann würde ich wieder mit den Älteren zurückgehen, einfach weil es mit denen immer noch ein Stückchen sicherer ist. Und diesmal bloß nicht erwischen lassen. Hier kommt gleich noch einer, das weiß ich noch. Boah. Ey, hätte ich mich jetzt aufgeregt, wenn der mich auch noch gekriegt hätte. So. Soweit ich mich erinnere, war hier auch eine Röhre. Also das war uns die Kinder holen können damit. Genau, hier. So, und dann dürfte es eigentlich schon gar nicht mehr so weit zum Boss sein. Okay. Nein, hier müssen wir jetzt nicht unbedingt hin. Speichern wir einfach. Also hier waren wir prinzipiell schon. Zumindest auf dieser Etage. Och komm. Och nein. Was machen wir denn da? Blumenmix. Aber richtig übel. Na, na. Oh, das dürfte was werden. Ja. Oh, die Geister sind tot. Wir haben die besiegt. Wusste ich gar nicht, dass es so... Oh, na toll. Luigi ist gleich hin. So, die Attacke ist ja auch relativ leicht. Dann können wir jetzt... Was machen wir denn jetzt? Taschenbau. Das müsste reinhauen. So, bis die drauf gehen. Oder der Kettenmund zu extrem wird. Man weiß es noch nicht. Hier, nimm das und das und so weiter und so fort. Ich hoffe, das haut auch mal hin, dass sie irgendwann mal gleich umfallen. Okay, das wäre dann schon mal der erste. Dummerweise greifen die ja nicht direkt an. Man muss die Attacke dann tatsächlich noch einmal machen. Aber jetzt nehme ich stattdessen ein Trampolin. So. Mal sehen, vielleicht schaffe ich die. Ich weiß es nicht. Oh, es wird zu extrem. Ich bin nicht so gut mit dem Trampolin. So, oh. Das war schon knapp.
Ja. Oh, schade. Ah, immerhin einen haben wir. Der braucht nicht mehr viel. Ich glaube, nein, der füllt sein... Oh Gott! So knapp war das, glaube ich. Ah, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, der braucht doch gar nicht mehr so viel. Ich glaube, der ist nicht voll geheilt. Ich weiß es aber nicht so. Ich bin mir nicht sicher. Nee, oh, ich kann aber mit dem Ding überhaupt nicht umgehen. Egal, machen wir das gleich nochmal. Ist mir jetzt gerade vollkommen schnuppe. So. So muss das gehen. So, und ich glaube, der braucht jetzt auch noch nicht mehr so viel. Ich würde sagen, versuchen wir es einfach mit dem Panzer. So, 38. Alles klar, können wir uns jetzt die beiden Items, Blumenmix und Taschen rausholen. Und dann mal gucken, wie wir an den beiden hier vorbei. Komm, die schießen ja alle beide nur noch auf uns. So, hier, ah ja, deswegen können wir nicht vorbei. Das Ding war ja im Weg, diese Wand. Jetzt geht es ja dann sehr gut. Wir müssen einfach nur die Babys da hochhauen. One up. Grüner Pfeffer, roter Pfeffer. Yay, so muss das sein. Obwohl wir den Pfeffer, ich denke mal, eher nicht benutzen. Also Mario und Luigi 1, da war der Pfeffer, da war der viel cooler irgendwie. Der hat dann, ich fand, der war da, der hat da viel mehr reingehauen als in diesem Spiel. Aber den gab es auch, glaube ich, gar nicht erst zu kaufen. Ich glaube, den konnte man nur finden. Soweit ich weiß, ich habe es nicht mehr im Kopf. So, hier sind wir dann an der Statue. Haben wir hier noch die Kästen auf. Und speichern. Hier gibt es One-Ups. Wie können wir das hier aufmachen? Ich glaube, das ist jetzt aber auch nicht mehr so wichtig. Ich glaube, da müssen wir eh nicht mehr lang. Wir können direkt da hoch in die Statue rein. Also wir nähern uns, wir sind schon ziemlich am Ende angekommen. Hier gibt es dann echt noch eine Menge Items, die auch großzügigerweise hier spendiert bekommen. Nein! Nochmal. So. Kopierblumen, Eisblumen, Taschenbau, roter Panzer, Blumenmix, Trampolin. Ja. So, und dann rein, würde ich sagen, ne? Okay, hier können wir nochmal speichern. Habe ich aber gerade schon gemacht. Eigentlich ist das nicht unbedingt wichtig. Wo können wir hier lang? Ach so, dieser dritte Checkpoint. Ja, gut. Oh, sorry, ich muss mal ganz kurz dieses Headset abziehen. Das klemmt irgendwie die ganze Zeit, wenn man so lange auf den Ohren hat. So, hier gibt es dann zwei Wege hier hoch. Ich glaube, das ist auch wieder gedacht, dass man die hochrollt. Das mache ich aber nicht. Haha. Pilze. Und Superpilze. Hier können wir lang. Hier können wir aber auch Maxpilze holen. Und übrigens auch Ultrapilze. Okay, jetzt haben wir für jede Pilzsorte einmal gehabt. Mario! Wer hat das gesagt? Der Koffer? Nee, dich wollte ich nicht vorlesen. Ja, jetzt rastet der Kobaltstein komplett aus. Oder so. Weiß ich gar nicht. Achso, das sagt jetzt, er zitiert jetzt den Kobaltstein. Deswegen darf ich das auch vorlesen. Ich danke euch für alles, was ihr getan habt. Doch jetzt heißt es Lebewohl. Zumindest glaube ich... das Zitat zu Ende. Bitte setzt eure Suche nach Prinzessin Peach fort. In der Zwischenzeit versuche ich, das Versteck von Prinzessin Schub ausfindig zu machen. Okay. Ende im Gelände. Ach, egal. Dieser Kobaltstern, ey. Was macht der denn schon? Pilztau. Supertau. Gibt's nicht irgendwo einen Speicherpunkt? Ach so, da oben dann. Nee,
hier wollte ich nicht. Okay, hier gibt es gar nichts. Oh, dieser Koffer schon wieder. Ach so, ja gut, jetzt kommt nichts Besonderes. Jetzt können wir nur beim Speichern noch was ändern, gerade am Ende des Spiels. Ja, ich habe verstanden. Luigi haut ab. Es gibt gar keinen Grund abzuhauen. Der hat nur gesagt, dass es eine andere Alternative zum Speichern gibt. Na, was soll's. Luigi ist irgendwie... Ja. Was auch immer. Yay. Also, ich erkläre das mal kurz, soweit ich das jetzt noch aus eigener... irgendwie noch so weiß. Moment. Ich hole erstmal die Items. Ne, hier gibt es nichts. Irgendwie so, jetzt können wir ja speichern. Ah ne, das war jetzt ab dem nächsten Speicherpunkt. Jetzt hat er erzählt, jetzt es gibt kein Zurück mehr oder so. Egal, gehen wir hier rein. So, da ist sie auch schon. Unsere Prinzessin. Yay, wir haben gewonnen. Wir haben das Spiel durch. Vielen Dank, dass ihr all die Mühen auf euch genommen habt. Wer sind denn die entzückenden kleinen Knirpse? Ja, jetzt noch herabwürdiger. Oh, kann es denn sein? Diese Babys sind doch Mario und Luigi, nicht wahr? Ja, Mario und Luigi aus der Vergangenheit. Wie schön ist doch es, euch in Sicherheit zu wissen. Was ist das für ein Satz? Ja, mach's kaputt. Ich fürchte, dieses Gebiet wird von einem seltsamen Energiefeld der Schubs umgeben. Es wird nicht leicht sein, dieses zu umgehen. Übrigens, wie habt ihr es geschafft, so weit zu kommen? Ich dachte, die Schubs hätten auch mit dem Eingang zum Palast eine Barriere versehen. Was? Der Kobaltstern? Ihr sammelt seine Splitter hier in diesem Schloss? Oh. Alle sind immer so erschreckt, weil man verschreckt, wenn wir über den Kobaltstern reden. So. Mario, du musst mir nur zuhören. Ich weiß, wo der Kobaltstern... Und dann wird man immer unterbrochen. Ja, greift deine eigene Statue an. Der kann aber ganz schön zufeuern, ne? Oh, und die ist auf dem Dach drauf. Ist halt nicht ein bisschen gefährlich? Mit dem Typen, der ihr komisches Schubgetränk da hat. Übrigens das Mikro nicht angeschlossen, nur mal so. Aber ich will ja nichts sagen. Ach, Koffer, halt die Klappe. Ja, ich habe verstanden, wir müssen... Oh, jetzt habe ich einen Prinzessin übersprungen, wegen diesem blöden Koffer, ey. Beeilt euch und macht gar keine Sorgen um mich. Ich bleibe hier und hoffe auf eure sichere Rückkehr. Das war das Wort. Vielen Dank, Baby Mario. Komm her. Mario, ihr alle, rettet das Pilzkönigreich, ich bitte euch. So, jetzt können wir hier lang, oder? Ja, ich glaube, wir müssen hier rein. Speichern. Ja, jetzt ist das, was ich erzählt habe. Bei meinem Leder. Also, ja. Also, jetzt ist es verändert. Sie können speichern und eine Zeitreise zurück machen. Bevor wir diesen Dialog mit der Prinzessin hatten. Aber ab hier kann man auch nicht mehr einfach zurück. Man kann jetzt entweder das Spiel durchmachen und nach dem Spiel... Das Blöde in der Mario & Luigi Serie ist, nachdem man gewonnen hat, wird es nicht abgespeichert. Also man, wenn man das Spiel durch hat, startet man wieder vor dem letzten Bossgegner. Deswegen, wo es eingeführt ist, man nochmal zurück in die anderen Welten kann. Aber eigentlich gibt es da nichts mehr, was man so relevant braucht. So, und hier gibt es nochmal das gleiche Spiel, wofür wir das Tutorial noch am Ende des Spiels hatten. Ja, hier ist bis wir einen epischen Dingskirchenkampf hier machen. Gegen das Mutterschiff. So. Hier. Wir müssen die, glaube ich. Ja, die Dinger greifen uns an. Ich weiß es gar nicht mehr so, wie es jetzt ging. Oh Gott, ich treffe nicht. Scheiße, jetzt greifen die uns an. Wir müssen ausweichen. Gut, das war knapp. Das war wirklich knapp. Aber wir haben noch alle unsere 4 Leben. So, wir müssen immer die Dinger anschießen und irgendwie über
die dann das Mutterschiff angreifen. Na, daneben. Das ist aber gar nicht so einfach, finde ich. Es war beim ersten Mal schon wirklich viel leichter. So. Ach du Scheiße. Nein, hoch, hoch. Oh, wir wurden getroffen. Nein. So, jetzt. Jetzt haben wir auch einmal ausgeglichen. Nein. Oh, ich treffe immer zwischen zwei von den Dingern. Oh, das war knapp. Das hätte man beinahe getroffen. Wenn wir hier unten bleiben, passiert uns gerade nichts. Das muss ich mal gucken. Irgendwie habe ich gerade voll Pech, würde ich sagen. Ja, Treffer. So, ja, so, jetzt läuft's doch. Jetzt noch einmal. Ich glaube, jetzt wird's auch am schwierigsten. Weil ich das Mutterschiff jetzt, glaube ich, extremst mitbewegt. So, mal abwarten. Hätte ja fast was werden können. So, haben wir es doch. Packt. Ich dachte schon, als wir das erste Mal getroffen worden. War nicht gut aus, aber jetzt haben wir es ja doch irgendwie geschafft. Freut uns natürlich ganz schön. Und so weiter und so fort. Also das Ding geht kaputt und haut jetzt mal übelst dagegen. So viel zur super Schub-Technologie und so, ne? So, dann können wir zurück. Und hier abspeichern. Nein, nein, nein. Speichern. So, ich würde sagen, also ich spiele es jetzt direkt am Stück durch. Normalerweise schneide ich das dann einfach nur geschickt, aber ich würde einfach sagen, weil ich jetzt schon weiß, dass ich das hier auf jeden Fall jetzt im nächsten Part hier so mache, dann schneide ich das jetzt raus und... nicht raus. Ich mache hier einen Schnitt und dann kann ich mich auch für die Episode verabschieden. Im nächsten Mal, beim nächsten machen wir dann den allerletzten Bossgegner. Also, bis dahin.